Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Letztes Mal haben wir hier die Gang von dem gemeinen Biker Blasius, der hier steht, besiegt. Es ist ganz schön mühselig, Pokémon zu trainieren. Ja, da hast du recht. Und, naja, Blasius. ich komme... verschluckt. Ich komme auf den Namen immer noch nicht so ganz klar. Du kannst diesen Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, Sklave, setz Zerschneider ein. Los, bahn mir einen Weg durch den tiefsten Dschungel. Toll. Warum haben wir uns hier durchgekämpft? Yay! Sinnlos, sinnlos, sinnlos! Hier durch. Dann können wir auch gleich nochmal ins Pokémon Center. Ja, Pokémon. So wie mein Vater das immer sagt. Damals mit den Pokémon-Karten. Mit den Pokémon-Spielen. Es ist auch echt schon immer schrecklich, wenn die Eltern die Fernsehserien und kulturellen Mittel der Jugend nicht richtig aussprechen können. Also wenn es dabei schon anfängt. Ich meine, verstehen tun sie das ja eh nie. Größtenteils die ganzen Filme, Spiele, Serien und so weiter. Warte mal, wollen wir vielleicht mal... Ist hier nicht dieser süße kleine Dingenspfad? Wie nennt er sie noch? Saratweg. The fuck? Ach, hier fährt man ja von selbst wieder runter. Oh, das ist ja gay. Das ist so gay. So gay, so. Nicht okay, so. Oh, der fährt im Kreis. Nein. Zieh Leine, ich bin erschöpft. Nein. Wieder so ein geiler Name wie Blasius. Wolf. Ja, das geht ja noch. Wie der eine hier aus der Politik. Oh, ich. Was war der Bundes. Ne, Präsident war der nicht. Ist mir auch egal, ganz ehrlich. Politiker, das sind sowieso alle Verbrecher. Nein, Quatsch, aber... Ich blick da nicht durch. Mittlerweile ist es sowieso egal mit den Parteien. Die machen alle das Gleiche. Solange man die NPD nicht wählt, ist alles in Ordnung. Aber die wird sowieso zum Glück relativ wenig gewählt. Ich schätze mal, ob die werden nächstes Mal in irgendeinen Landtag oder so rein gewählt, aber nicht unbedingt in Bundestag. Kann ich mir nicht nochmal vorstellen. Da sind die Piraten ja größer mittlerweile. Azaf erhält EP und erreicht Level 35. Azaf versucht, Kreuzhieb zu erlernen. Ja, gerne. Eine andere Attacke zugunsten von Kreuzhiebfall gegessen werden, ja. Was kann Kreuzhieb denn? Kreuzhieb ist OP. Doppelter Hieb, hohe Falltrefferquote. Fußkick lassen wir mal. Raserei brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Die Attacke ist irgendwie lame. Da haben wir zwar ein ganz reines Kampf-Pokémon, aber das ist ja egal. Ich glaube, der kann auch sowas wie Feuerschlag und sowas später erlernen. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir aber auch relativ Latte. Hihihi, Latte. Ja, ich werde das Pokémon wechseln, auch wenn ich nicht weiß, was da jetzt für ein Pokémon kommt, weil ich nicht gelesen habe, weil ich Latte sagen musste. Los, Giflor. Smogmog. Ist auch vielleicht nicht ganz so gut. Aber es ist nur Level 25, das können wir ab. Hauen wir da mal Kugelsaat hin, weil Giftattacken werden, glaube ich, einen feuchten Schiss bieten. Gut, das bringt auch nicht gerade die Welt. Aber Lachs. Das ist nicht sehr effektiv. Verdammt. Warum? Auch Wolke. Schön. Genauigkeit sinkt. Schön. Wir versuchen einfach mal Säure einzusetzen. Hey, noch weniger Schaden. Nice. Aber egal, wir machen mehr Schaden als das Smogmog.
haben dafür im Moment eine geringere Genauigkeit, aber das ist Lachs. Das ist einfach nur Lachs. Oh, Rauchwolke, ey. Leck mich doch am Mocker, nee. Werfen wir denn hier mit Kugeln, ey? Kugelige Saat. Dreimal getroffen. Ah, oh, nee. Nö. Nein. Wichser. Wichser. Um es mal französisch auszudrücken. Erst vor Ende des Monats bin ich ja auch wieder weg. Muss ich euch leider gestehen. Da bin ich 2 Wochen in Frankreich. Und da hört ihr von mir nichts. Nix. Kugelsaat wird's hoffentlich. Oh, geht daneben. Und nochmal Rauchwolke, damit ich noch eher wieder daneben treffe. Also nicht treffe sozusagen. Und noch eher daneben geht. Boah, leck mich doch, ey. Makane. Meine Genauigkeit kann auch kaum noch sinken. Ich treffe doch eh nicht mehr. Alter. Reg mich nicht auf. Gut, dass ich nicht vergiftet werden kann, weil ich selbst vom Typ Gift bin. Kugelsaat hat getroffen. Ja! Ist nicht sehr effektiv und hat nicht oft genug getroffen. Verdammte Scheiße. Mann. Ein Volltreffer. Oh, ich zittere. Zaursäure. Nicht sehr effektiv, aber das ist jetzt Lachs. Das war, glaube ich, der längste Kampf, den ich hier mit Giflor bestritten habe. Aber Regal. Ist alles Regal. So wie Ikea. Ich wollte... Nein, nein! Egal. Beruhige dich, Life. Beruhige dich. Egal, wechseln wir das Pokémon. Blitzer. Genug, komm zurück. Los, Blitzer. Schlammbad. Schlamm, Schlaf. Blitzer wurde vergiftet. Nein. Nein. Was, alle meine Pokémon sind jetzt, glaube ich, vergiftet, oder? Na, was heißt fast alle? 2. Es wären 3, wenn Giflor nicht resistent wäre. Und tschüss. Smogon wurde besiegt. Als nächstes wird Smogon eingesetzt. Mann, diese Bikern, die sind zu langweilig. Nur Smogons und Slimers und das war's. Die könnten eigentlich gleich bei Team Rocket sein oder so. Hätte die mal einen Knogger oder so. Das wäre mal was Cooles. Oder allein ein Dracosso, das wäre ja noch heftiger. Naja, eigentlich nicht. Erste Phase, zweite Phase, ne? Wenn ihr euch damit auskennt. Knogger war doch die Weiterentwicklung, ne? Ja. Ich meine, Knogger war's. Schockwelle. Bam. Okay. Tschüss, Blitzer. Ja, Razaf mal einfach einen Kampf schicken. Ist ja sowieso nur ein Angriff, dann müsste er eigentlich weg sein. Aber wir hätten mal Kreuzhieb ausprobieren können. Naja, egal. Spieler besiegt Biker Wolf. Bist du nun zufrieden? Ja. An sich schon. Ich werde mal eben hier ein Gegengift einsetzen. Oh. Oh, was? Habe ich keins mehr? Oder habe ich übersehen? Hm. Bärentüte. Öffnen. Medizin herzustellen. Medizin. Ma.
Ma. Weißt du was? Ich flieg einfach. Ich habe keinen Bock, dass. Obwohl, ich habe noch 50 HP. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, okay. Lebt auf jeden Fall noch. Wir werden gleich mal da die Vogelfänger. Ich meine, das sind Vogelfänger. Werden wir mal besiegen mit unserem Blitzer. Nee, nicht nochmal. Ich hab keinen Bock auf Smalltalk. Und... Fahr, Schlampe, fahr! Bam! Das hier ist mein Gebiet. Sieht so, dass du Land gewinnst. Mann, ich wollte doch nur mit. Dafür kriegt Roman jetzt einen auf den Sack. Schockwelle! Bam! Tja, damit hast du nicht gerechnet, Roman, wa? Navitag ist hässlich, wollte ich nur mal sagen. Das sieht aus wie so ein gerupftes Huhn. Ich fand das sowieso auf dieser Edition sehen manche Pokémon echt einfach nur bescheiden aus. Dann guck dir das Auge an oder was das sein soll. Das ist, wenn da so ein Riemen vor wäre oder so. Total merkwürdig. Ja, ich weiß, es soll die Pupille sein, aber das sieht irgendwie nicht nach Pupille aus. Als nächstes wird Ibitak eingesetzt, das wird genauso gebraunt. Und erneut Schockwelle. Das ist effektiv. Yay. Ah, wieder ein Habitak. Das kann sich auch schon eigentlich verabschieden. Genauso wie Roman selber. Blitzer erhält ganz viel EP. Verdammt! Ach, verdammt! Also ich habe mir auch schon einen neuen Upload-Plan ausgedacht. Wenn ich meinen PC habe. Moment, erstmal vorlesen. Kuroku! Wie klingt mein Vogel-Lockruf? Beschissen. Wie Vogelscheiße. Taubenkacke auf der Frontscheibe. Otoka. Erinnert mich an Hanukkah. Das ist ein jüdisches Fest, glaube ich. Ja, mein Upload-Plan, wie gesagt, es wird auf jeden Fall mindestens zweimal in der Woche Pokémon kommen und mindestens zweimal in der Woche Minecraft. Und auch noch andere Games zwischendurch, wahrscheinlich. Weniger Flash-Games, beziehungsweise ein Flash-Game vielleicht sogar häufiger. Nadelrakete. Ja, kannst gerne erlernen. Also ein bestimmtes Flash-Game kommt wahrscheinlich doch häufiger. Das kennen auch die meisten von euch, schätze ich mal. Das brauchen wir nicht. Ja, das Let's Playen auch schon viele andere. Sowieso jedes Spiel wird Let's Played eigentlich. Da kannst du noch so ein bekanntes aus den 80ern nehmen. Oder 90er, wahrscheinlich eher 80er, das sind eigentlich alle bekannt, weil es da noch nicht so eine ewig breite, große Bandbreite gab. Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Ja, das macht man normalerweise so. Ja, wie gesagt, mache ich aber jetzt noch so ein kleines Mysterium drum, weil ich es einfach kann. Ich werde nochmal ein Infovideo dann dazu raushauen, sobald ich meinen neuen PC habe, sobald der komplett eingerichtet ist und was weiß ich, das werde ich dann auch von meinem PC aus aufnehmen. Ohahaha. Ja, ich werde aber vom alten PC immer noch Pokémon aufnehmen, weil ich keinen Bock habe, irgendwie, dass Daten verloren gehen, wenn ich mir die rüberschicke.
Werden sie wahrscheinlich nicht, aber ich sehe das immer so ein bisschen kritisch. Ich lasse es einfach hier drauf und ja. Da hat es dann auch von hier aus hoch. Als nächstes wird Ibitat von Vogelfänger Pascal eingesetzt. Wenn ich das Pokémon wechseln, negativ. Schockwelle. Also wenn das vorne down geht, dann bin ich echt schon stolz auf meinen Blitzer. Oh, nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Klasse, Kleiner. Ja. Ja, es gab auch über 1000 DP. Also sowas. Tja, also sowas. Gut. Mal eben hier so Richtung Stadt wieder. Ja. Was soll ich sagen, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Park. Genau, im nächsten Park sehen wir uns auch wieder bestimmt, aber im nächsten Part meine ich. Und ja. Tschüss.